See how he's locking? There we go. What? Ich habe heute wieder eine krasse Challenge für dich. Schaffst du es mit der Nase, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren? Wenn du es schaffst, schreib's doch mal in die Kommentare. Sollte dein Kommentar für 24 Stunden der letzte Kommentar unter diesem Video sein, erhältst du eine 10 Euro PSN PaySafe Karte. Wenn es keiner schafft, zählt der letzte Kommentar, der bis zum 30.04.2019 bis 19 Uhr erstellt worden ist. Der Gewinner wird angepinnt. Im heutigen Video schauen wir uns an, wie Fortnite früher ausgesehen hat, was es für krank overpowerte Waffen und Gegenstände gab und wie man das Spiel damals gespielt hat. Seit welcher Season spielst du eigentlich? Fangen wir direkt mit Tag 1 in Fortnite an. Am 21. Juli 2017 konnte man Fortnite das erste Mal spielen. Das Spiel selbst kam als Early Access Version für Vorbesteller raus. Diese mussten für Fortnite noch 40 Euro bezahlen. Im Clip seht ihr die wohl seltenste Waffe ever im Spiel, Zappatron. Bei der Waffe handelt es sich um ein spezielles Snipergewehr, das anstatt von Kugeln Energie verschießt. Die Waffe war nur kurze Zeit im Spiel, da sie viel zu overpowered gewesen ist. Schaut euch das mal an. Alors, on a le droit à un Zappatron légendaire et un kit de swing. Donc, voyons voir ce que vaut ce petit Zappo machin légendaire. Schauen wir uns als nächstes mal an, wie Fortnite früher überhaupt ausgesehen hat. Wer aufmerksam hinschaut, wird erkennen, dass es damals noch kein Tilted Towers gegeben hat. Wusstet ihr, dass es damals möglich war, seine Teammates Schaden zuzufügen? Und sie sogar zu killen? Ninja war sich damals auch nicht ganz sicher und hat einfach mal alles weggeklatscht, was ihm vor die Flinte kam. Als Ninja allerdings bemerkte, was er getan hat, zeigte er eine richtig lustige Reaktion. Hier der Clip. Duos. Im nächsten Clip zeige ich euch eine der ersten Fallen überhaupt in Fortnite. Es handelt sich um die sogenannte Deckenfalle. Habt ihr die Falle platziert und ein Gegner lief drunter her, bekam dieser einen elektrischen Schlag, der ihm 125 Schaden zufügte. Achtet mal drauf, wie laut diese Falle war. Die zweite Falle damals im Spiel war die Wandfalle. Auch diese Falle feuerte Stromschläge ab. Viele Leute war diese Falle damals extrem overpowered, da sie nicht so groß war und man sie einfach in Ecken platzieren konnte. Die Gegner im nächsten Clip haben die Falle dadurch nicht gesehen und sind einfach reingelaufen. He just killed his teammate! Wait for it, wait for it. Come on. Yeah! Machen wir weiter mit Cheatern in Fortnite. Gerade zu Anfang von Fortnite waren die ein großes Thema. Denn es gab viele, die durch zusätzliche Programme versucht haben, sich einen Fortnite im Spiel zu verschaffen. Der folgende Clip zeigt ein paar dieser Cheater und einer wird daraufhin sogar live gebannt. Oh, he's cheating, no. He's cheating, yeah, he's cheating. Cheating. He 100% he'll be banned in like 10 days.
I want him. I want. Oh, he got banned! He got banned! He got banned in the game! Really? Yes! Yes, yes, he got banned in the game! Just like shooting people you can't even see. Like, see how he's locking? There we go. What? Someone clip that. Oh my god, clip this so I can send it to the devs, please. Oh my god. Now that I think about it, I remember dying nasty because the dude had a pistol. He instantly killed him with a pistol. Im nächsten Clip zeige ich euch die Anfänge von Double Pump in Fortnite. Bei Double Pump ging es darum, zwei oder mehr Pumpguns zu haben und nach jedem Schuss auf den Gegner schnell zu wechseln. Der große Vorteil dabei war, dass man so die Nachladeanimation nach jedem Schuss umgehen konnte. Das Ganze war in Fortnite irgendwann so overpowered, dass es entfernt werden musste. Let's go, baby. Let's go. You don't know about the WP, baby. Let's go, baby. One more? Let's go. What the hell are they doing in there? They're over here playing like house and shit. Als nächstes auf der Liste haben wir die Bushcamper. In der Anfangszeit von Fortnite konnten die meisten Leute noch nicht so gut bauen und mussten sich daher andere Taktiken überlegen. Eine der beliebtesten Taktiken damals war es, sich in einen Busch zu setzen und einfach abzuwarten. Was damals eine extrem eklige Taktik war, ist heute einfach nur lustig anzuschauen. Schauen wir uns als nächstes den ersten Season Shop in Fortnite an. Zur damaligen Zeit gab es noch keinen Battle Pass und der Season Shop war so ein Ding zwischen Battle Pass und Item Shop. Wenn man nun einen der Skins haben wollte, brauchte man zum einen genug V-Bucks und zum anderen das notwendige Level. Der nachfolgende Clip zeigt euch Skins wie den Renegade Raider. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr euch diesen Skin holen würdet, wenn er nochmal in den Shop reinkommt. Im letzten Clip zeige ich euch das OG Jump Pad. Ja, ja, es gab nicht immer das Jump Pad, wie wir es heute kennen. Das Originale hatte eigentlich nur zwei Eigenschaften. Es hat euch in die Luft geschossen und dafür gesorgt, dass ihr keinen Fallschaden bekommt. Wie es damals aussah und warum es verbessert werden musste, das zeige ich euch jetzt. I think I messed up. Uh-oh. He doesn't know what to do. He don't know what to do. GG. Oh man, that was a little bit short, dude. Wie hat euch das heutige Video gefallen? Wollt ihr mehr solcher Videos sehen? Dann schreibt's doch mal gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it off of
for you. Come along and see us through.